Du hast unglaublich tolle Ideen, was du für deine Partnerschaft, für deine Beziehung machen möchtest. Aber hast das Gefühl, irgendwie bin ich mit dieser Geschichte ganz schön alleine. Und ich frage mich, wie mein Partner, meine Partnerin wieder mit ins Boot kommen kann. Hallo, du wunderbarer Mensch. Ich freue mich richtig, dass du auf meinem Kanal gelandet bist. Mein Name ist Dr. Sharon Brehm und ich bin Paartherapeutin in München. Und auf diesem Kanal teile ich mein Wissen aus der Paartherapie mit dir und mit euch. Denn meine Haltung ist, dass wenn wir mehr Wissen über Beziehungen haben, über Daten haben, dann funktioniert Lieben, dann funktionieren Beziehungen auch wieder viel, viel leichter. Uns hat das einfach niemand in der Schule beigebracht. Und um diese Wissenslücke zu füllen, mache ich diese Videos für euch. Und wie ich es bereits angekündigt habe, geht es in diesem Video darum, was wir tun können, wenn unser Partner oder unsere Partnerin eigentlich nicht mitzieht, wenn wir all diese tollen Ideen haben. Ich kann ein paar Impulse geben und du schaust einfach, wo du dich am meisten widerspiegeln kannst oder was für dich in deiner Position, in deiner Situation, in deiner Beziehung am meisten Sinn macht. Erstens habe ich überhaupt nett und freundlich gefragt. Das klingt natürlich total absurd, wenn ich das so sage, aber ich erlebe ganz oft, dass wir uns diese Gedanken machen. In unserem Kopf ist das so eindeutig, dass wir uns das eine oder das andere für unsere Beziehung wünschen. Ich meine, so ein Adventskalender ist vielleicht ein bisschen weiter hergeholt, aber sowas wie wieder zärtlich miteinander sein, mehr Komplimente, wieder was Schönes unternehmen, obwohl die Situation mit Corona natürlich eingeschränkt ist. Für uns kann das total selbstverständlich sein, dass man sich regelmäßig Komplimente macht oder sagt, wie dankbar man füreinander ist oder sich auch tiefe Fragen stellt. Aber vielleicht ist das für dein Gegenüber einfach überhaupt gar keine Selbstverständlichkeit. Und deswegen ist so der allererste Schritt, erstmal nett und freundlich zu fragen und das, was für dich selbstverständlich ist, eben nicht als selbstverständlich, sondern eher als Geschenk und als Inspiration ja, wahrzunehmen und umzusetzen. Und das Zweite ist, dass wir, wenn wir etwas verändern wollen, erstmal der Person Wertschätzung entgegenbringen dürfen. Das Schlagwort auf Englisch heißt Validate before you educate. Und da geht es nicht darum, dass du der anderen Person Honig ums Maul schmierst oder dass du versuchst, da jemanden zu bezirzen oder zu manipulieren, sondern einfach nur auch zu sehen, dass die andere Person einen guten Grund hat, warum sie genau so gehandelt hat, wie sie eben bisher gehandelt hat. Wenn sie es nicht besser wusste, dann bestimmt nicht, oder nicht anders getan hat, dann bestimmt nicht, weil sie dir was Böses wollte oder weil sie es schlecht findet, aber einfach, weil sie selbst ziemlich sicher gute Gründe hat, warum sie so gehandelt hat. Und wenn du das siehst, wenn du die andere Person siehst und siehst, woher sie kommt und welche, ich sag mal, was sie mitbringt und auch im Positiven mitbringt, dann ist das eine ganz andere Gesprächsebene, auf der ihr euch dann auch gemeinsam entwickeln könnt. Eine dritte Idee ist natürlich, dass du erstmal als Inspiration und als gutes Vorbild vorangehst. Bei so einem Fragenspiel kann ich verstehen, da braucht es zwei Personen, die dabei sind. Aber zum Beispiel kenne ich auch viele Personen, die sich wünschen, manchmal gefragt zu werden oder dass sie Wertschätzung bekommen oder Komplimente oder berührt werden. Und wir erwarten ganz oft, dass es von einer anderen Person kommt. Aber vergessen gar nicht, dass wir jemand anderen viel eher inspirieren können, wenn wir das selbst tun. Wenn eine andere Person sieht, wie großzügig ich bin, so wie freundlich oder wie gelassen oder wie friedlich oder wie dankbar, dann ist die Wahrscheinlichkeit viel höher, dass die Person das vielleicht nachmacht. Und natürlich habe ich keine Garantie darauf, dass das sofort funktioniert. Aber für mich persönlich, ich komme ja auch mehr zu der Person, die ich gerne sein möchte. Ich bin dann vielleicht auch nicht mehr jemand, der die ganze Zeit meckert oder unzufrieden ist, sondern ich bin auch mit mir zufrieden. Und das heißt, wenn du etwas Positives merkst oder etwas Positives siehst, das eurer Beziehung gut tun würde, dann darf das auch dir erstmal gut tun. Und du darfst auch erstmal schauen, dass es dir gut geht, indem du das tust, was du für richtig hältst. Und zu dem Thema Inspiration vielleicht noch ein anderer Tipp. Weil manchmal sind wir als Herzensmenschen, da sind wir so nah dran und da kennt
ja, unser Gegenüber kennt all unsere Makel und Fehler. Und dann sind wir manchmal die falsche Person, jemandem zu erklären, wie es in Anführungsstrichen richtig geht. Zum Beispiel, und das soll jetzt keine falsche Werbung sein, auch wenn das erstmal so klingt, kannst du auch eins von meinen Videos deinem Herzensmenschen schicken. Dann bin ich quasi in Anführungsstrichen die Übermittlerin der Nachricht und habe das mit einer und kann manche Inhalte, die dir wichtig sind, auf eine andere Art und Weise transportieren. Aber vielleicht sagt dein Herzensmensch auch eher zu jemand Männlichen, ja, so möchte ich gerne sein oder das inspiriert mich. Wenn ich zum Beispiel von männlicher Seite ganz spannend finde als Inspirationsfigur, ist Jay Shetty und er hat ganz tolle Videos auf Englisch. Aber du kannst einfach mal gucken, was sind so Sachen, die dich inspirieren und teil die mit deinem Herzensmenschen, um so eben zu sagen, ja, wir sind beide am Lernen und nicht ich bin besser als du. Manchmal höre ich auch, dass sich Veränderungen hölzern anfühlen. Also wenn wir jetzt anfangen, Komplimente zu machen. Oder auch zum Beispiel diese ersten Berührungen, wenn man lange keinen Sex hatte. Dann fühlt sich das irgendwie hölzern an, wenn der andere jetzt wie aus dem Nichts auf einen zukommt und einen küsst oder versucht zu streicheln. Aber das Spannende ist, dass alles, was wir neu lernen, sich am Anfang hölzern anfühlt oder seltsam. Wenn ich daran denke, wie es ist, das erste Mal zu tanzen oder das erste Mal einen Namen zu schreiben, das sah ziemlich, ziemlich seltsam aus. Und das war auch für mich selbst ein ganz schön komisches Gefühl. Und inzwischen tanze ich und bewege meinen Körper einfach, wie ich es ja möchte. Oder ich schreibe, ohne viel nachzudenken. Und wenn du ein ganz, ganz leichtes Beispiel haben möchtest, um zu sehen, dass sich am Anfang Sachen einfach mal ja auch seltsam anfühlen und dass es aber einfach bedeutet, dass es ein Lernprozess ist. So. Ich möchte, dass du von der rechten Hand den Zeigefinger ausstreckst und von der linken Hand den Daumen. Und jetzt wechseln. Und nochmal wechseln. Genau. Und nochmal wechseln. Und wahrscheinlich merkst du, dass es geht jetzt, wenn man es langsam ist, ein bisschen schneller. ne? Und am Anfang, wenn du es noch nie gemacht hast, dann war das erstmal seltsam. Aber wenn du es übst, dann wird es irgendwann immer flüssiger. Und so ist es natürlich auch mit allen Sachen, die wir für unsere Beziehungen oder für den Streit oder beim Dating machen. Alles, was wir neu machen, kann sich am Anfang erstmal ungewohnt und hölzern anfühlen. Aber deswegen muss es nicht unbedingt schlecht sein. Dann kann es natürlich auch ein guter Tipp für dich sein, loszulassen und der anderen Person diesen Raum zu geben und der Person auch das Gefühl zu geben, hey, ich akzeptiere dich so, wie du bist. Ich erlebe das ganz häufig, dass wir zwar was ganz Positives für unsere Mitmenschen wollen, aber dann halten wir die so richtig fest, wir krallen uns so richtig in die hinein. Aber was passiert, wenn, du kannst dir mal vorstellen, was passiert, wenn dich jemand so festhält? Ja, eigentlich willst du dich dann gar nicht bewegen oder du strampelst dich da so frei, ne? Und das Gleiche ist auch, wenn wir, selbst wenn da was Positives ist, wenn wir das Gefühl haben, wir werden da so festgehalten und wir werden da so, ne, dann machen wir entweder gar nichts, weil wir nicht das Gefühl haben, wir hätten da Raum, oder wir wehren uns dagegen, obwohl es eigentlich was Positives ist. Das andere ist, dass dieses Festhalten und dieses Festhalten in Form von ich sage es immer wieder oder ich frage immer wieder nach oder ich bringe dann gute Beispiele im Sinne von, so, schau mal, bei dem funktioniert das doch so ganz toll. Das kann, wenn es zu viel wird, auch für dich anstrengend werden. Das ist für beide Seiten meistens anstrengend und unangenehm. Genau, eine letzte Sache, die auch zum Loslassen passt, ist eine gewisse Gelassenheit für mich selbst zu kultivieren. Also wenn ich merke, ich kann da meinen Frieden damit schließen und ich kann Sachen auch wieder gehen lassen und ich darf die andere Person so sein, dann verändert sich ganz oft viel, viel mehr. Und was mir hilft, um diese Gelassenheit zu haben, ist tatsächlich dieses Vertrauen in mich selbst und auch in das, was ich bereits in meinem Leben erfahren durfte. Ich und wahrscheinlich du auch, hast bestimmt viele Momente gehabt, wo du gemerkt hast, wir kommen irgendwann an unser Ziel. Vielleicht nicht sofort und vielleicht auch nicht in, keine Ahnung, einer Woche. Aber manche Sachen, manche Gedanken sind wie so kleine Samen und die können wir setzen. Und
die gehen irgendwann auf, genau zur richtigen Zeit. Und dieses Vertrauen, das würde ich dir so, so sehr wünschen, dass du hier sagst, okay, ich bin meiner anderen, ich bin meinem Herzensmenschen wichtig. Und vielleicht ist auch nicht der richtige Zeitpunkt, was zu verändern, oder ich bin nicht die richtige Person, ihm das zu vermitteln. Aber ich vertraue darauf, dass wir eine gute Basis haben und dass ich dieses Positive, was ich in uns sehe und an was ich glaube, auch tatsächlich noch zeigen wird oder noch mehr zeigen wird. Und genau, das würde ich euch einfach wünschen. Wenn du aus diesem Video was mitnehmen kannst, dann würde ich mich richtig, richtig über ein Like oder einen Kommentar freuen, weil ich ja am Anfang gesagt habe, ich freue mich, wenn dieses Wissen aus dieser Paartherapie mehr in die Welt kommt. Und wenn ihr das Video liked, dann sehen das potenziell noch mehr Menschen und ich komme meinem Ziel ein bisschen näher, da wäre ich einfach dankbar. Und ansonsten wünsche ich euch einen wunderschönen Tag und passt auf euch auf und bleibt gesund.